Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Im Koop-Modus. So, jetzt gibt's das schöne Lagerfeuerchen. Boom. Oh, das gibt man doch ganz schön doll, oder? Geil. Wie viel brauchen wir denn? Ein? Zwei? Ja gut, warte, ich auch ein paar. Schon mal die Kackenwürstchen. Ach, man kann immer nur einen mitnehmen, oh. Mhm. Das meinst du, warum ich vorhin tausendfach... Oh Gott, das wird oh. Immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bestimmt. Alter, jetzt ist komplett explodiert, ey. Voll im Gesicht ein Stück mit, oh. Mitgeschliffen, ey. Vom Dreck. Immer noch hättest du zwei dabei. Ja. Bist du fix und fertig? Hä? Können wir dein Gesicht daran abwischen? No. Oh, jetzt knallt die Sonne wieder, das ist gut. Hier nicht. Oh, noch zwei. Aber was mich gewundert hat bei der Powerbank, ne, die hat ja den Abend, also wo ich sie ausgepackt habe, drei Striche gehabt, also oder drei Leuchten, ne? Okay. Nachdem ich mein Handy aufgeladen habe und das war eigentlich dreiviertel voll, war nur noch eine Lampe. Das kann aber auch nicht sein, oder? Nee. Oh, krass. Gleich vier Plätze vorne. Ja, deswegen. Nicht nur das. Wie macht man jetzt hier drin Feuer? Muss man noch Lagerfeuer reinpacken? Das ist eine gute Wahrscheinlichkeit. Ich guck mal, ob es bei Lehm irgendwas gibt. Nee. Lagerfeuer. Lagerfeuer, Bambusstrocken, Lehm. Lehmschmiede. Oh Gott. Das müssen wir auch den Ball. Siehst du, das können wir auch alles hier drinnen reinmachen, wa? Oder bauen wir. Ah, oh, doch. Direkt, ja. Warte mal, jetzt will ich mal eine Sache noch mal kurz gucken, ob man das mit Stein auch machen kann. Glaube ich absolut nicht, aber ich guck mal. Dann müssen wir erstmal aufbauen. Okay, nein. Ach so. Ja. Ach so, nee, das ist extra. Gut, cool. Cool. Kannst du was bauen? Zwei Stückchen. Ah. Ach super, jetzt geht das schon wieder los. Werden wir aber nicht benutzt, das ist nur Deko. Da kannst du aber auch Knicke. Du willst das doch nicht benutzen. Ich will das Ding einbrennen, natürlich. Ich will das sehen. Das wird doch oben rausquellen, da ist ein Schornstein dran. Glaube ich nicht irgendwie. Türlement. Mehr gefunden. Boah, vier Atmete. 6 Stöcker noch. Eigentlich die Stickies, nicht die dünnen, ganz klein, sondern die größeren. Nur vier. Oh nein. Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich krieg jetzt wieder. Ich hab immer noch alles. Ach ja, ich hab auch Shit. Der kriegt schon wieder Geisteszustand weniger. Hast du wieder Lupe, ja? Naja, irgendwas hat er. Eventuell liegt es an dem Dreck der Magenverstimmung oder dem Vieh, was mir am Arsch klebt oder so. wegen einer Scheißdings heult der rum. Ja gut, ich weiß nicht. Ob die das auch heftiger auch werden können in Wirklichkeit, ob die irgendwann richtig irgendwas machen können oder so. Also eine Fetten bestimmt. Ah, die kleinen, die normalen, so die wir so kennen. Darf da eigentlich nicht sein. Ah, verdammt. Oh, und ich fresse noch zwei- und dreifach hier. Ah, blöd. Ich krieg die Magenstimmung einfach nicht mehr weg. Ja, was will ich machen? Ich bin sowieso gleich wieder dreckig wie Sau, wenn ich wieder... Ich wasche mich und ja, muss wieder Lehm. Wir brauchen die Lehmdusche unbedingt. Dann bauen wir die jetzt. Ja, können wir gerne machen. Ah, die bauen wir draußen irgendwo auf. Ja, ja. Können wir von mir aus auch hier hinten, wo wir das Wasser haben. Nee, lass mal hier. Keine Ahnung, hier so... Hier vor irgendwie so... Ich baue mal hin. Wo ist die überhaupt? Ich finde die gerade gar nicht. Ach, da beim Wasser vielleicht, wa? Wasserfilter... Da, Lehmdusche. Lehmwasserfilter? Nee. Oh, wie geil! Okay, das ist cool, ja. Das ist ja... Oh, geil, wir brauchen nicht mehr warten wegen Regen, Alter. Das ist ja der Hammer. Ja. Das baue ich hier vorne auf, ja? Ja, in der unten, oder nicht?
Direkt unten am Wasser? Ja, ich überlege gerade die Dusche auch. Nee, die kommt hier hin. Ja, die ist ja bestimmt fürs für Regen gedacht, oder? Ich hoffe. Die fühlt sich, denke ich mal, so auf wie das Wasserding. Ja, aber was ist, wenn es jetzt nie wieder regnet? Ja, das ist dann am Arsch. Kann ich das hier nirgendwo aufbauen? Soll ich das wirklich genau unten am Wasser? Ja, oder? Hier, oder zu mir? Okay, warte, ich komme mal. Ja. Hier neben dem Nebending hätte ich. Nee, warte. Nee, oder nee, bauen wir auch hier oben auf, oder? Ist auch angenehmer gut. Für uns dann. Ja, naja, außer halt das Wasser auch schleppen, ne? Aber ich habe ja den 100er wieder, das müsste ja relativ fix gehen. Wo soll ich das hinbauen? Hier oben. Ja, hier in die Ecke, glaube ich, war gerade ein bisschen weiß. Ja, aber ganz kurz, ne? Von hier aus aber. Weiter nach links, 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 links? Nee. Da bin ich schon gegen links. Hey, ja, genau. Dahin, ja? Wo, oder? Dann kriege ich den noch so hin? Nein, dann baue ich ihn so hin. Langer Stock. Oh Gott, ich sehe schon, dafür brauchen wir große Steine. Okay, ich brauche nochmal zwei Holzscheite. So, ich nehme mich aber hier. Oh, ich dachte, es regnet. Das hat gerade getischt lauter. Gerade auch umgeguckt, übelst gegrinst und dann so, nope. Wegen langer Stock. Da ist nicht ein langer Stock mit bei. Wir müssen die aber ranbauen. Oh, jetzt werde ich schon wieder angerufen. Da bin ich ja welk. Oh, ja, gut. Da muss ich kurz schneiden. Scheiße. Da geht's. Habe ich mein Profon? Ja. Jo. Ne? Wir brauchen viel mehr Lehm. Ja, das glaube ich. Die Lehmdusche braucht ja, glaube ich, schon 12. Lehmwasser fällt was jetzt? Oh, meine Hand ist so kalt. Bambusstock ein, okay. Bambusstock? Ja, dieses, was vorne abrieselt, dieses Loch, ne? Das ist der Bambusstock. Ach so. Ich brauche sechs lange Stöcker. Die habe ich irgendwo hier gefunden, auch im Wald. Also einige. Oh Gott. Wir brauchen Kohle. Habe ich. Ich habe ganz viel. Wie viel brauchst du? Okay. Doch, müsste ich noch haben. Ganz viel werden über sechs. Los, Ranwecker! Ich habe jetzt sieben. Na, das ist perfekt. Ah, lange Stöcke brauchst du. Ja. Ja, warte, ich hol aus dem Wald, weil ich habe hier noch ganz viele. Wahrscheinlich haben wir mal irgendwo Bäume gefällt. Alter, hier liegt alles voller lange Stöcker, ist das ja krank. Die Bäume sind ja wirklich noch nicht wieder gespawnt. Nee. Das ist halt mega lächerlich. Alter, hier sind ganz viele Stöcker noch im Wald. Die sollten wir alle mal raussammeln, so langsam. Ich hoffe, der Bambus wächst wieder nach, ey. So, Seil. Alter, ich komme hier nicht rüber. Nee. Eins. Oh Gott, da brauchen wir wieder so viele. Ja, so viel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Oh, nee, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das wird, wenn dann, mega knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch. 1. Brauchst du mal die Kohle dran? 2. Ja, zwei Stück haben wir jetzt noch. Ah, mir uns fehlen 2. Oh, Steine brauchen wir auch noch. Das sag ich doch. 6 Stück. Normale Steine oder große? Normale. Ja gut, ich sehe jetzt gerade nur normaler. Ich glaube, große sind da drüber. Dann. Ja, sind so. Gab es kein Steinlager? Nee. Scheiße. Hier müssen wir searchen. Hier sind wir große. Geil. Da ist auch noch ein großer. Okay, ja, okay, gut. Dann nimmst du die großen, ich sammle die kleinen. Weil ich habe hier gerade auch 2 große. So. Ja, ich bringe hoch. Kleiner. Ja, habe ich schon. 2 habe ich. Ich habe kleine habe ich komplett. Brauchst du große jetzt? Okay, 2 habe ich auf jeden Fall. Oh, ich liege auch so viel. Ich nehme die gleich mal mit. Ach stimmt, du kannst ja mit dem geilen Bug. Ja, Bug? Du, das ist gewollt. Es soll auch gewollt bleiben. Ja. Oh, pack die Steine drauf. Ja, in Verwendung. So.
Den großen? Jo. Einen noch. Hey, ich hab doch zwei geholt. Verwendung. Achso. Hä? Hey, wow, ich hab grad. Okay. Geil. Ich hol noch den Bidon und dann knall ich das Ding voll. Ah, mit dreckigem Wasser, ne? Naja. Gut. Ja. Wozu ist denn sonst ein Wasserfilter gut? Sauberes Wasser dreckig machen. Okay. Mit der Kohle. Nicht schlecht. Ah, komm, jetzt wissen wir, wofür die Kohle noch gut ist. Ist da schon Wasser drin, ja? Ja, sieht so aus. Ich glaube nicht. Oder? Ich muss mich gleich wieder hinlegen, ne? Der ist wieder gleich tot. Ah, da hast du wahrscheinlich irgendwas ganz weg, wa? Hunger beim ganzen Essenskram und so. Hast du bestimmt irgendwas ganz weg. Das Gelbe, ja. Ja. Aber ich habe eigentlich zwischendurch immer mal wieder was gefressen. Auch Bananen. Oh mein Gott, wie viel kommt denn da rein? Oh ja. Also ich habe jetzt knapp die Hälfte. Ach, und jetzt braucht das Zeit, bis das gefiltert ist. Okay. Okay, ich muss mich hinlegen. Sonst kippt das schon wieder um. Das kotzt mich so an, ey. Du musst auch nicht so viel, oder? Was? Ja, pennen oder fressen oder. Doch, was? Ich müsste es auch schon wieder. Es geht aber. Ja. Meiner ist halt ein bisschen stabiler gebaut. Blöd. Wäre ich das nicht? So, wir haben jetzt wieder ganz viel Leben. Oh. Okay, ich überlege gerade, doch nochmal vier Lagerfeuer zu bauen, die wir einfach abbrennen lassen. Ja, brauchen wir sowieso. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, doch, ich muss mich auf den Schmelzofen, dann können wir da die Kohle schon reinschmeißen. Dann können wir das Eisen endlich mal verbraten. Ah, ich habe noch nicht rausgefunden, was man mit dem Eisen denn herstellen kann. Irgendwie, man kann sich Waffen, also Form aus Lehm. Genau, brennen. Genau. Aber wie das so funktioniert und so, das habe ich noch nicht hingekriegt. Na, das versuchen wir dann. Ja. Du brauchst auch für diesen Schmelzofen auf jeden Fall. Ja, den Schmelzofen und den Brennofen, nur wie der andere heißt. Ah, man kann jetzt schon raustrinken. Ach so, ich weiß jetzt auch, warum das Lehm das letzte Mal despawned ist. Es hat geregnet. Und wenn es da drin ist, geht das kaputt. Es verflüssigt sich so gesehen wieder. Oh. Ja. Also hol mal am besten alles schon mal hoch und verbau mal so weit. Weil ich habe unten schon wieder beide fertig gemacht. Ja, ich mach erstmal kurz das Wasserding da rum jetzt voll. Fertig! Ach so, Quatsch, Alter. Ich muss fressen, bis zum geht nicht mehr. So, Lehmdusch. Die Dusche kann nur mit Regenwasser gefüllt werden. Oh, steht da sogar. Okay, also wir brauchen uns darum gar nicht mehr kümmern. Ja, ich hoffe, es regnet demnächst auch mal wieder. Ah ne, warte mal, erstmal kurz. Ich wasche mich erstmal, bevor ich mich jetzt hinlege und speicher. Waschen. Chicke, 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 chicke. Yeah. Und nochmal. Chicke, chicke und chicke, chicke. Und nochmal. Und dann wieder. Und dann Bidon. Und dann Bidon. So. Hey. Ist voll das dreckige Ding. Du bist dreckig, guck dich doch mal an. Du Bengel, du. Kick. Achso doch, war ja richtig. Nee, egal. Gute Nacht, ich werde mich jetzt erstmal hinschlafen. Kannst du euch mal eine Fresse kriegen? Verschwind hier! Ey! Krieg gleich ein Sieb in die Fresse! Was denn für ein Sieb? Ein richtiges Nudelsieb! Okay, ich bin ruhig. Kruppstahl! Angst! Cool, jetzt haben wir eine Dusche, der gute Kaminwand und. Ne? Lehmwasserfilter. Genau, Lehmwasserfilter, genau. Ich gerade überlegen, wie das Ding hieß, aber da hast du ja schön gesagt, ne? Würde ich auch schon immer mal so ein Ding bauen. In Wirklichkeit? Ja, so ein Wasserfilter allgemein. Geht das wirklich so? Mit Asche am
Ach, mit dieser Kohle. Nee, was war das haben wir jetzt? Kohle am Ende? Nee, Kohle. Kohle, das. Ja. Haben die das auch mal gesagt, dass man das machen muss? Oder machen sollte? Gut, dann ist das schon ziemlich cool. Jetzt wühlt der alles aus. Muss ich tatsächlich. Alter, hä? Hier oben ist das Ding auch sauber? Schmutzig steht da sogar. Wasser in Klammern sauber. Wow. Ja, eigentlich nicht. Ja, bug das bei dir. Hast du Glück. Füll mal schnell deinen Bottle. Den gebe ich dir kurz meinen Beatdown. Ja. In Verwendung. Ich guck da noch nicht mal drauf, Alter. Sauber? Wasser. 100! Ja. Tatsache, Alter. Geil. Brauche ich den erstmal nicht mehr auffüllen. Hä? Kipp ich da noch was rein. So, ich brauche Nüsse. Ach, wir haben so viele Nüsse, ich fresse erstmal die weg. Dass wir davon ein bisschen Platz wieder haben, von dem Müll da. Wir haben Nüsse im Dings? Ja, sau viele. Ich esse die jetzt erstmal von meinem Ding hier. So, weg die Scheiße. So. Der linke ist ja sowieso für Essen. Den würde ich jetzt auch nicht. Alter, wie das aussah. Ich habe so eine riesen fette braune Wurst da hingeschmissen. Achso, ja, Standard. Also dann Respekt, dann wirklich. Doppel geschmissen. Ich glaube, sowas. Wurst da liegen. Oh. Haben wir noch irgendwas zu bauen gerade aus Lehm? Na, vielleicht. Achso, Nee, ich meine jetzt gerade offen. Nee, jetzt gerade noch nichts aufgebaut, nee. Okay, dann gucke ich noch mal kurz nach, ob wir was bauen können. Lehmdusche haben wir, Bambuswasser-Sammler. Lehmwasserfilter, Bambus, Lehm. Ich würde eigentlich, wenn es geht, vielleicht erstmal die ganzen. Also jetzt nochmal zwei Wände aufbauen. Ich würde gerne mal Lehmschuppen bauen, ehrlich gesagt. Ach, Lehmschuppenwand. Ach so, nee, okay. Ja, das können wir dann noch dran bauen, noch ans Haus. Ja. Aber ich würde jetzt lieber nochmal hier auch noch die Frames ranbauen, links und rechts. Und dann ja schon mal Wände ran. Ja, hol du mal weiter alles hoch. Ich fäll das mal kurz alles. Gut. Nein, du Lehm holen, meine ich jetzt. Das ganze Lehm mal hochholen. Und ich fäll die Bäume. Oder halt, na gut, oder andersrum, ja gut, hätte auch. Jetzt, ja, gut, ist ja egal. Muss ich ja schon wieder den Lehm holen. Ja, darum meine ich ja eigentlich, können wir es auch von mir aus andersrum machen. Das ist beides dasselbe an sich. Hui! Bruh! Was sind da am Bambus eigentlich für Blätter dran? Ist das auch in Wirklichkeit so? Was? Mit den Blättern? So ganz kleine Blättchen dran? Ich glaube ja. Warte, Bambus, ich meine. Ja, warum sollten die den Baum falsch darstellen? Ja, weiß ich nicht. GEMA sagt nein. Was? Ihr wollt unsere Blätter kopieren? Nee. Da kriegt ihr kein Foto von, damit ihr nicht wisst, wie die Dinger aussehen. Gut, da gucken wir bei Google. Nein, das ist Cheaten. Ihr Schlinge, ihr. Unser Chefdesigner, der weiß das. Und er so, zuckt du mit der Schulter? Sorry, du bist gefeuert. Das ist Bambus. Wer ist Bambus? Nein, was? Okay. Ich kenne auch Bäume. Kann man das essen? Nein, Chef. Trinken? So, 4. Drei, zwei, zwei, eins, Siro. So, jetzt brauche ich noch zwei Stickies.
Toll, jetzt regnet es wirklich hier wahrscheinlich nie wieder im Spiel. Jetzt haben wir die schöne Lehmdusche gebaut. Würde mich mal interessieren, wie oft man die benutzen kann, wenn die am Abfall geregnet ist. Ja. Hoffentlich ist man denn auch, ist ja direkt mit einmal duschen weg. Wo ja, ist. Machen. Nee, ist. Los. Ich habe 4 lange Stöcke nur rausbekommen. Gott. Nee, ja doch. Boah, was zu fräsen, ey. Ist doch so viel da. Mhm. Müsste auch schon alles trocken sein, oder? Hm. So, jetzt brauche ich ja Bananen. Hey, hab ich doch da. Ach, scheiße. Ich hab die ganze Zeit... Ich kann mich doch nicht jedes Mal waschen, Alter. Das ja, ich weiß. Wir müssen noch ein paar Bananenbäume anpflanzen. Noch mehr? Noch mehr. Rüdiger. Das war 6 Stück haben. Alter, ich komme da nicht rauf, ne? Wozu hast du die Leiter eigentlich? Juri! Nicht zum Klettern. Gibt's hier eigentlich eine Dings? Eine richtige Treppe? Ich glaube aber nicht. Hab ich gehabt, ne? Ich glaube, gibt's hier allgemein nicht. Gab's da nicht für so eine Decke mit einem Loch, wo man eine Leiter ranbauen konnte? Ja, hier. Lehmdach mit Aussparung. Genau. Genau. Jetzt haben wir hier so viele Leitern drin. Nee, drinnen haben wir tatsächlich nur eine einzige. Der ganze Rest ist außerhalb. Geil. Was, wir können an der Stelle das mit der Aussparung machen, wa? Oh, ist das geil. Ja, ich baue schon mal kurz hin. Wenn das an der Stelle geht. Müssen wir dafür nicht erst wieder ein Dach bauen? Oder geht das so? Also dieses Gestell? Er guckt nicht. Er durchsucht sich. Richtig, Boah, das geht. Das geht. Ja, bau hin. Ja, ich guck gerade, dass er Dings drin ist. Nein. Na, ja, so, wie kann ich das drehen? Cool, glaube ich, oder so, und dann scrollen oder so. Soll ich schon machen? Lass mich machen. Er dreht's halt nicht, ne? Ist eigentlich Rechtsklick drehen auch nicht. Oder Linksklick. Nee, Linksklick ist ja herstellen. Ja, da ist es schon mal richtig. So. Hey, wie machst du das jetzt? Rechtsklick und dann mit der Maus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, man muss die Maus noch bewegen. Geil. Hast du schon alle Würstchen hier oben, ja? Nee. Oh, verdammt, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Weil nach der Folge ist jetzt erstmal hier Flyer-Abend. Code im Schrank. Gott sei Dank. Nee, geht eigentlich. Macht grad Bock, weil wir richtig was geschafft haben. Ein Würstchen kommt noch, heiß und fettig, ist unterwegs. Echt noch eins? Ja. Oh. Kannst du gleich herbringen. Oh, muss ich auch noch extra Kilometer laufen. Das zieht Geld, ey. Das zieht Geld. Gibt richtig einen Stundenlohn am Ende hier. Ganz im Gegenteil, du gibst mir das Geld. Verdammt. Du bist der Erste, der auf den Lehmboden ohne Stöcker geht, ne? Du brichst sie gleich durch. Wow. Jetzt ernsthaft. Siehst du, darunter müssen wir jetzt noch ein Lagerfeuer machen, damit das trocknet, damit man das überhaupt begehen kann. Das wäre halt auch krass, wenn die das so gemacht hätten, ne? An sich ja. Das dauert ja, glaube ich, auch wirklich lange, ne? Oh. Hä? Ah. So. Es sieht hell aus, ne, irgendwie? Mhm. Kann nicht sein. Und? Ein großer Schritt für den Mensch. Geil. Du hast einen Igel. Ach so. Mach's mal weg, du Dreckiger. Hast du immer noch eine Lupe? Ich hab immer noch irgendwo. Da. Haha, jetzt nicht mehr. Ich finde es geil, dass man das so wegmachen kann. Stelle. Ne? Ja, geil. Wir haben Leben da. Das wird hier, Leben, das Stockwerk. Das wird auf jeden Fall hier nochmal größer gemacht.
Und ich habe gerade eine richtig geile Idee, die kann ich euch nicht sagen, die sage ich ihm aber gleich. Wir verabschieden uns schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt dann oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss. Durch.